Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Der ehemalige NATO-General Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der 61-Jährige hat die Stichwahl gegen Ex-Regierungschef Babiš gewonnen. Auf Pavel entfielen nach Auszählung fast aller Wahlkreise mehr als 57% der Stimmen. Ein bestimmendes Wahlkampfthema war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Pavel hatte dafür geworben, Kiew weiter bei der Verteidigung zu unterstützen, während Babiš versuchte, ihn als Kriegstreiber darzustellen. Und sprechen wollen wir darüber mit unserem Korrespondenten Danko Handrik. Danko, der Wahlsieger Pavel verspricht ja einen Neuanfang für Tschechien, der ja vor allem eins sein soll, pro-westlich. Hat ihm denn dieser Kurs zum Sieg verholfen? Entspricht das dem tschechischen Zeitgeist? Ja, es scheint im tschechischen Zeitgeist zu sprechen, denn das war eines der großen Themen. Auch in Tschechien hat ja der Präsident vor allem repräsentative Aufgaben. Und in dieser Wahl ging es aber um mehr, haben viele Beobachter hier bei der Wahlparty von Petr Pavel dann auch gesagt. Es ging um die Frage, wohin steuert unser Land, wohin steuert Tschechien und was wollen wir erreichen? Und da hat Petr Pavel eben ganz klar gesagt in seiner Antrittsrede, in dieser Wahl ging es um Werte. Und in dieser Wahl haben Anstand, Wahrheit und Respekt gewonnen. Dafür steht er. Der noch amtierende Präsident Miloš Zeman habe das Land über Jahre gespalten, statt es zu einen, sagen seine Kritiker. Miloš Zeman hetzte gegen die LGBTQ-Bewegung, gegen Umweltaktivisten oder auch gegen Journalisten, pflegte über Jahre lieber gute Beziehungen zu Moskau und China statt zur Europäischen Union. All das will Petr Pavel jetzt ändern. Er will einen ganz neuen Kurs Tschechiens einschlagen, hin zu einem stärkeren Europa, hin zu stärkeren transatlantischen Beziehungen. Und man sieht auch daran, dass sich in Ostmitteleuropa etwas verändert an dieser Wahlkampf, an dieser Party hier gerade. Hier war nämlich gerade auch die slowakische Präsidentin als eine Gratulantin vor Ort, Susana Čaputová, die in der Slowakei die Wahlen überraschend gewonnen hat. Eine progressive, liberale Politikerin in der Slowakei. Und das werten viele als einen Neuanfang in dieser Visegrad-Gruppe, also in diesen Ländern wie Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei, dass da etwas wie ein neuer Zeitgeist in diesen Ländern entsteht. Schauen wir doch noch mal kurz auf den Wahlverlierer. Ex-Ministerpräsident Andrej Babiš, der hatte ja eine komplett andere Richtung eingeschlagen, hat Pavel als Kriegstreiber bezeichnet, wir haben es gerade schon gesagt. Und zunächst ja auch erklärt, den NATO-Ländern Polen, Lettland, Litauen, Estland sicher nicht militärisch beistehen zu wollen. Daraufhin ging ja ein Aufschrei durch die Bevölkerung. Haben die Wähler ihm das vielleicht übel genommen? Ich glaube, die Wähler von Andrej Babiš haben es ihm gar nicht für übel genommen. Die sind so etwas gewohnt, diesen populistischen Wahlkampf. Das Team von Andrej Babiš hat gefragt, wovor fürchten sich die Menschen, wovor haben sie Ängste? Und dann hat man diese Ängste in diesem populistischen Wahlkampf geschürt. Eben ein ehemaliger NATO-General wolle doch lieber Krieg als Frieden. Und ich, Andrej Babiš, sagte, er wolle mich doch lieber für Frieden einsetzen. Aber ich glaube, er hat sich doch damit ein Eigentor geschossen, als er in dieser Fernsehdebatte eben auf die Frage antwortete, was tschechische Soldaten denn tun müssten, wenn Russland Polen oder die baltischen Staaten überfallen würde. Sollten wir ihnen dann helfen? Und Babiš sagte, nein, wir wollen doch lieber Frieden, um dann eben auch wieder zurückrudern zu müssen und sagen, natürlich kommen wir unseren NATO-Verpflichtungen bei. Und selbst der tschechische Außenminister musste ja dann Polen versichern, dass das nicht im Sinne Tschechiens sei. Und natürlich würde man Polen unterstützen. Aber man hat es ja gesehen, Andrej Babiš hat trotzdem über 40% der Stimmen bekommen. Also der Zuspruch für ihn ist in der Bevölkerung sehr groß. Das Land ist gespalten. Und das machte Petr Pavel, der neue Präsident Tschechiens, hier auf der Wahlparty dann auch klar. Er wolle jetzt, seine wichtigste Aufgabe sei jetzt eben, dieses Land zu einen, weiter gegen Populismus vorzugehen, aber eben auch, was in Tschechien auch ein ganz wichtiges Thema ist, gegen Desinformationen vorzugehen. Wollen wir vielleicht noch ein Wort zur Wahlbeteiligung verlieren, die ja erstaunlich hoch war mit 70%. Wie ist das denn zu erklären? Das ist damit zu erklären, dass es den Menschen gar nicht unbedingt darum ging, jetzt nur einen in Anführungszeichen neuen Präsidenten zu wählen, sondern sie wollten auch eine Ausrichtung ihres Landes wählen. Wo wollen wir hin? Wohin soll Tschechien steuern?
Und da ist ja der Repräsentant auf der Prager Burg, dem Sitz des tschechischen Präsidenten, ein sehr wichtiger Hinweisgeber, dass man eben mehr Europa wolle, dass man bessere transatlantische Beziehungen wolle. Deswegen war die Wahlbeteiligung immens hoch. Es war eine Rekordwahlbeteiligung hier für Tschechien. Und man hat das auch in den Gesprächen mit den Menschen hier in Prag oder dann auch auf dem Land gespürt, wie sehr sie sich für diese Wahl interessieren und wie sehr sie mit dieser Wahl jetzt auch ein Zeichen setzen wollen. Informationen von Danko Handrig. Dankeschön dafür nach Prag.